Willkommen im High-Five-Channel! Hallihallo, heute werde ich euch zeigen, wie wir unter Windows Vista und Windows 7 unser CMD in den Vollbildmodus schalten können. Normalerweise ist dies nicht möglich. Es nimmt immer höchstens die Hälfte des Bildschirms oder ein Drittel ein, aber niemals den gesamten Bildschirm. Wir öffnen zuerst mal unsere Kommandozeile. CMD, Enter, und nun geben wir ein WMIC, also WMIC, und bestätigen das Ganze mit Enter. Nun können wir das Fenster problemlos in den Vollbildmodus schalten. Es funktioniert, wie wir sehen. Damit Windows 7 und Windows Vista sich später daran erinnert, machen wir hier oben einen Rechtsklick, gehen auf Eigenschaften und aktivieren den Quick Edit Modus. Jetzt klicken wir OK. Nun können wir das Ganze wieder schließen, CMD wieder öffnen und wir sehen schon, das Ganze startet im Vollbild. Wir können die Größe nun auch beliebig variieren. Unter Windows Vista kann es eventuell sein, dass bevor das Ganze funktioniert, ihr zuerst eine Verknüpfung von CMD erstellen müsst und das Ganze dann über die Verknüpfung starten, dann WMIC eingeben, dann Eigenschaften und dann den Quick Edit Modus starten. Bei mir hier unter Windows 7 hat es aber auch problemlos funktioniert, ohne dass ich eine Verknüpfung erstellen musste. Jetzt kann ich den Quick-Edit-Modus sogar wieder ausschalten. Okay. Vollbild geht immer noch. Ich kann das Ganze auch neu starten. Ohne Quick-Edit-Modus. Das Vollbild ist jetzt generell aktivierbar. Und auch wenn ich den Rechner neu starte, kann ich CMD noch ins Vollbild schalten. Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Tutorial hat euch weitergeholfen und have big fun!